später durchlesen. Dann versuchen wir jetzt mal das Symbol zu finden. Ist es das hier oder? Ne, das ist unsere Hauptmission. Leicht unübersichtlich ist das hier alles, ganz ehrlich. Okay, wir werden einfach mal mit der Hauptmission weitermachen. Nee, Wegpunkt setzen, erstmal auf den Aussichtspunkt. Da kommt man relativ vielen vorbei. Dann gehen wir erstmal hier lang. Spiel weiter. Ach, dann nicht. Das sieht hier ein bisschen nach dem reichen Viertel aus. Ja, unsere neue Waffe. Also, wie soll ich dich töten? Ihr Verfassungsgemäßigten verdient nichts. Ah, wobei das relativ stark sich hat. Dann drei Sterne. Ich will ihn plündern. So. Danke dafür. Ja, ich muss jetzt irgendwann mal Schlossknacken entwickeln. Das geht mir nämlich ziemlich auf die Nerven. Ich will mal schauen, ob es im Menü geht, dass wir unsere Waffe ändern können. Genau, auf schwer. Dann war das die, genau. Irgendwie habe ich mich mit der Wunder gefühlt. So, und dann klettern wir mal rauf. Oder auch nicht. Hoch. Jetzt aber. Na los, kletter rauf. Kommt er da nicht hoch oder doch? Ui, ist das die Bastille da hinten? Schaut fast so aus, hä? Was ist da unten los schon wieder?
So, dann geht's jetzt weiter. Suchen wir uns den nächsten Aussichtspunkt. Das ist der hier. Coole Moves hat er auf jeden Fall. Brauchen wir irgendwas? Nein, ich glaube nicht. Berggebiet gleich. Genau, da kommt das Sperrgebiet. Da sollten wir dann aufpassen. Schauen wir erstmal von Dach aus, wo wir genau hin müssen. Okay, eh darauf. Scheinen keine Gegner zu sein, erstmal. Nö. So. Dann heißt es jetzt klettern. Und hoffen, dass wir nicht entdeckt werden. Was war das gerade? Los. Hier geht's, genau. Oder? Nee. Wo kommen wir hier rauf? Nein, wir wollen doch nach oben, nicht nach unten. Na gut, dann werden wir jetzt nochmal wieder nach oben müssen. Vielleicht geht's hier sogar leicht. Was ist das? Sehr gut. Jetzt werden wir nur mal hoffen, dass hier keine Feinde sind irgendwo. Arno, kletterst du da bitte rauf? Na gut, machen wir es so. Cooles Gebäude mitten in Paris. Das sieht aus wie eine Burg. Also eine sehr hochgebaute kleine Burg. Und dann hoffen wir, dass wir hier runterhüpfen können.
So, weiter geht's. Den noch und dann sind wir bei der Hauptmission. Müssen wir irgendwie wieder darüber kommen. Bestmöglich raus aus dem Sperrgebiet. Sehr gut. Also, ich habe genug von dem Gebrüll. Komm wieder zu... Haha. Da hinten sind wieder böse. Also die Patrioten. Lass mich in Ruhe. Sehr gut. Okay, da geht die Hauptmission weiter, wir sind aber erst zum Aussichtspunkt, damit wir alles auf der Karte sehen nachher. Der da oben ist. Sicher wieder eine Kirche oder sowas. Okay, hier sieht es nicht so schön aus. Scheint eines der ärmeren Viertel zu sein. So, ab nach oben. Wir sollten vielleicht draußen bleiben, lieber. Arno, was machst du da? So, Mann. Oh, eine Truhe. Natürlich, geht wieder nicht auf. Wo müssen wir jetzt genau hin? Ah! Hin und nach da, genau. Der Bezirk ist so arm, hier gibt es nicht mal einen Falken, sondern nur Tauben drauf. Ach doch, da fliegt der Falken. So, jetzt haben wir den Bezirk auch freigeschaltet. Jetzt können wir weitermachen mit der Hauptmission. Die Schuben. Genau. Hallo. Schön habt ihr es hier. Ich hau dich gleich um. Was ist dein Problem, Alter? Klappe. Dann haben wir die nächsten zwei Spaßbeine. Ist das irre, wie viel hier begehbar ist? Okay, jetzt sind wir im Kreis gelaufen anscheinend. Hahaha.
Ersten haben wir. Zweiter kommt da. Sehr gut. So, dann werden wir gleich mal ein paar Credo-Punkte vergeben. Ups. Weiter plündern, komm. Sehr gut. Charakteranpassung. Und Fähigkeiten, genau. Ich nehme an, das ist bei Schleichen jetzt das Schlösser öffnen. Wofür sind die Credo-Punkte bitte? Für Boosts oder was? Ah ja. Okay, das bringt dann aber eher was, glaube ich, für die Koop-Sachen. Als alleine. So, dann lassen wir das hier mal weiterspielen. Okay, los geht's. Sequenz 4.1 war es, glaube ich. Na, das wird jetzt lustig, den zu finden. Bei der ganzen Menschenmenge. Von hier? Nee, dann lassen wir den mal lieber. Okay, das ist der. Ist das unsere Zielperson da hinten? Nee, das soll der Verkäufer. So, den versuchen wir uns jetzt zu schnappen. Mist. Zu weit weg. Genau, darauf haben wir gewartet. Auf Wiedersehen. So. Auch keiner, den besuchen. Was ist dort los? Da haben wir ihn, oder? Hey. Wem gehört die Stimme? Steve Buscemi, glaube ich, oder? Machen die da? Hallo. Da bist du ja. Die Tunes Adjutant. La Touche. Oh nein. Ah. Oh, aua. Seht. Wer ist das? Hübsch, nicht wahr? Das gute Volk von Paris spendet mehr Geld an Verkrüppelte, denn an ganze Bettler. Leroy de Thun sieht in diesem Sachverhalt eine Möglichkeit, seine weniger erfolgreichen Angestellten zu motivieren. Dieser Mann verlor einen Fuß. Nun könnt ihr bloß stürmen, für einen Aufruhr sorgen und all die Ratten zurück in ihre Löcher scheuchen. Oder ihr taucht in der Menge unter. Und folgt den Ratten zu ihrem König. Egal wie, den Fuß kriegt er nicht zurück. Erledigt. Bring ihn in die Klinik und lass die Wunde ausbrennen. Dann schickt ihn zurück auf die Straße. Komm schon, hoch mit dir. Ich verstehe euren Rat. Tatsächlich?
Wer seid ihr eigentlich? Warum helft ihr mir? Hohoho, ich beobachte euch schon seit geraumer Zeit, Arno. Ich erachte es als meine ureigene Pflicht, all jenen zu helfen, die mit mir gemeinsam das grausame Schicksal in der Bastille teilten. Und es liegt in meinem Interesse, den König der Ratten in der Falle zu wissen. Und zu mir selbst. Ich trage den ehrenhaften Namen Donatien Alphonse François, Marquis de Sade. Besucht mich doch, wenn ihr genug davon habt, geschmeißt zu jagen. Ob wir dem trauen können? Oh, das ist aber mal eine hübsche Spur. Viel Glück! Wo die Schornsteine sind. Welche denn? Die, die seine Hoheit einbauen. So, dann nehmen wir mal der Blutspur hinterher. Leg dich auf ein. Im Eilschritt, Leute. Seine Hoheit ist kein Freund von Trödelei. Da haben wir unseren. Typen, den wir zu verfolgen haben. Leg ihm keinen Schritt weiter. Fass mich nicht an. Kommen wir so rein? Ja. Zurück mit dir! Voilà, das ist ein Schiss. Ich hoffe, die lassen mich in Ruhe, halt nichts. Das ist der, oder? Ja. Genau. Und zwar eher, als ihr denkt, glaubt mir. Ah! Das war, glaube ich, keine gute Idee. Mist. Ja, wer hätte damit rechnen können? Na gut, versuchen wir es auf ein neues. So ein Mist. Kleine Ratte, die. So. Die Nächte werden wieder kalt. Das beunruhigt dich nicht. Ich weiß, wo die Schornsteine sind. Wie die seine Hoheit einbauen ließ, als er den Untergrund übernahm. Leg dich auf einen von denen. Im Eilschritt, Leute. Genau, da haben wir ihn. Kein Freund von Trödelei. Dann werden wir gleich mal hier lang. Schritt weiter. Hä? Redet er mit mir? Fass mich nicht an. Nein, oder? Zurück mit dir. Monsieur Latouche, sorgt ihr immer noch für die ärztliche Versorgung der Entrechteten? Der Tag wird kommen, Sittenstrolch. Und zwar eher, als ihr denkt, glaubt mir. Wie war das mit der Phantomklinge? So. Ha. Diesmal haben wir uns ein bisschen cleverer angestellt. Gehen wir nachher was trinken? Jetzt. Kenne ich dich? Kommen wir hier irgendwie vorbei? Ah! Bleib da stehen! Oh. Oh. Sehr gut, den haben wir. Gar nicht so einfach. Stimmen diese Gerüchte über Thierry? Ich weiß noch, wie er schrie und wie lange es andauerte. Nur wegen eines kleinen Fehlers in der Buchführung. Machst du Witze? Ich dachte, er hätte wenigstens was abgegriffen oder so. Nein, so. Er hat eine 1 im Buch falsch gesetzt. Also im Eilschritt.
müssen wir uns jetzt mal die zuholen mit dieser Klinge. Sehr cool. Da mit den nächsten. Ha, cool. Hä? Nein, lass mich in Ruhe. Hui. Das war knapp. Bringt ihn hinein, schnell. Irgendetwas stimmt hier nicht. Der hat ein gutes Gespür. Dann werft ihn in die Gosse und schwingt eure Ärsche rein. So, das könnte jetzt ein ziemliches Gemetzel geben, glaube ich. Wieso kann er da nicht rüberspringen? Geht doch. Müssen wir den jetzt töten eigentlich, oder? Na, erstmal nur finden. Ah. So, hoffentlich hat der solche Munition dafür. Anscheinend nicht. Mehr Gegner? Ja, oh Gott. Okay, da scheint unser Ziel zu sein. Dann werden wir mal versuchen, da möglichst praktisch irgendwie hinzukommen. Ah, auf mit dir. Versteck dich. Hui, das war knapp. Er ist genau unter mir eigentlich. Wir werden jetzt... Oh! Da ist ein Gegner. Da auch. Die sind im Gebäude drin, das ist ja krass. Wir werden jetzt mal schauen, ob wir hier irgendwo ein Fenster finden. Das sieht doch ganz gut aus. Mit dem Unglücksraben in Bett 6 geschehen. Schwere Verbrennungen durch Feuer, bei dem seine Familie starb. Ein Feuer? Schwer, das zu bewerkstelligen, ohne die Stadt in Asche zu legen. Ah, okay. Nutzt ein paar Tropfen.